Auch Pink feiert mit auf der FFH Weihnachtsfeier. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Wir hier im Studio, Sie am Radio. Vielleicht sind Sie gerade auf dem Weg nach Wetzlar in die Rittal-Arena. Da geht's ja gleich schon los. Die HSG, die spielt in der Handball-Bundesliga gegen Gummersbach. Und vorher wird's noch richtig schön weihnachtlich da. Wir im Studio haben schon gesungen. Haben wir gut gemacht, oder? Ja. Ja, war sehr erfolgreich, wie ich finde. Und jetzt wollen wir hören, was da in der Rittal-Arena los ist. Frank Pirot ist unser Reporter vor Ort. Frank, ihr wollt irgendwie singen, habe ich gehört? Ja, lieber Felix, wir grüßen dich recht herzlich hier aus der Rittal-Arena. Und ich stehe hier mittendrin in dem Fanblock der Grün-Weißen. Und die freuen sich natürlich alle drauf, hier jetzt mit dir ein Weihnachtslied zu singen. Und damit grüßen wir natürlich alle. So, ihr Lieben, seid ihr soweit? Wollen wir loslegen? 2, 3, 4. Leise, leise. Traum ist das doch, wie hier gesungen wird, oder? Also das ist doch wirklich was ganz Besonderes. Und jetzt weiß ich auch endlich mal, wie sich Gotthilf Fischer von den Fischerchören fühlt, wenn der hier vor so einem Block steht und mit seinen Sängern singt. Also hoffentlich hagelt es heute Punkte für die HSG Wetzlar. Ich sage mal Dankeschön, liebe HSG-Fans. Und wir freuen uns natürlich hier. Geht's gleich los mit dem Heimspiel gegen Gummersbach. Und wir grüßen alle im FFH-Land, die heute bei der Weihnachtsfeier dabei sind. Felix, viel Spaß noch. Dankeschön, Frank. Jawohl. Gruß in die Rittal-Arena. Wir drücken natürlich fett die Daumen, dass das da ein Sieg wird heute. Die Nachrichten bei uns um 5 Uhr berichten immer live vom Spiel. Das sollte klappen heute. So, habt ihr Bock auf einen Party-Hit oder was? Ja, machen wir einen hier. Komm, auf geht's. Die Fine Young Cannibals. Good Thing.